Profil Podcasts. Ja, einen schönen guten Tag. Heute zu Gast ist Evelyn Regner, die SPÖ-Delegationschefin im Europaparlament. Mein Name ist Ottmar Lahodinsky. Ich bin beim Profil für die EU-Agenden zuständig. Und EU, ja, Evelyn, wir kennen uns schon nicht ewig, aber doch schon lange, als ich noch in Brüssel war und du dort für den ÖGB, glaube ich, die Chefin warst, also das Büro des Gewerkschaftsbundes in Brüssel, zusammen mit der Arbeiterkammer. Und ich glaube, da haben wir uns zum ersten Mal auch kennengelernt. Und seither begegnen uns natürlich immer wieder, speziell im Parlament. Und daher gleich direkt die Frage, weil natürlich Wahlkampf ist voll im Gange. Die simple Frage, warum sollen unsere Zuschauer und Hörer dich bzw. die SPÖ diesmal wählen? Schönen guten Tag. Schön, dass ich da sein darf. Warum soll sie uns wählen? Uns in der SPÖ, bei den Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, geht es um den Wohlfahrtsstaat Europa. Es geht darum, dass sich alle Menschen in Europa ein gutes Leben leisten können. Das klingt so einfach und ist in Wirklichkeit so schwierig, denn die Lebensstandards in vielen Ländern driften auseinander und auch innerhalb der Länder wird es immer schwieriger. Und es geht um soziales Wohnen, dass man sich Wohnen, Mietpreise leisten kann. Es geht darum, dass man sich Gesundheit leisten kann. Es geht darum, ein ganz normales Leben führen zu können. Jobs, ja, da gibt es auch immer mehr Herausforderungen durch die Digitalisierung und dass immer mehr alles auseinanderdriftet. Und da gehe ich gleich weiter, also ich jetzt verspreche, bin ich nicht zu lange, weil wir sind in einem Gespräch. Und es gibt diejenigen, die einen Anteil dazu leisten und diejenigen, die es nicht tun. Daher thematisieren wir so sehr internationale Konzerne, große Unternehmen, das sind die ganz riesigen, die sich drücken, Steuern zu zahlen, die sich davor drücken, Sozialversicherungsbeiträge zu zahlen. Ich denke an Amazon, die Löhne drunter drücken, die Staaten untereinander ausspielen, wie es normalerweise im Wettbewerb mit Unternehmen der Fall ist. Und da fahren wir rein. Und das kann und das muss Europa tun. Und das Ganze natürlich auch vor dem Hintergrund Klimawandel, CO2-Belastung. Auch hier geht es wieder. Wer trägt die Last? Und wie können wir das besser aufteilen? Geht nur in Europa. Aber bei den Konzernen, da bin ich sofort bei dir, da kann man wahrscheinlich nur europaweit was machen, um diesen Steuerwettbewerb, das ist Steuer- und Lohndumping zu beenden. Aber die anderen Sachen, die du erwähnt hast, wie leistbare Mieten, Wohlstand und so weiter, ist da nicht eher unsere nationale Regierung zuständig? Ja. Die sollten doch dann mehr tun. Ja, natürlich. Oder? Auf allen Ebenen soll was passieren, aber das fragen uns immer die Leute, was hat denn beispielsweise Wohnen mit Europa zu tun. Nicht? Auf den ersten Blick denkt man sich, wenn ich da in einer Gemeindewohnung wohne oder in einer normalen Mietwohnung oder mir etwas kaufe, was hat das mit Europa zu tun? Das hat sehr viel damit zu tun. Ich sage da jetzt nur ein Beispiel, aber das Bild ist natürlich das Gesamtbild. Und zwar folgendes, die Immobilienpreise in ganz Europa explodieren. Das tun sie in Wien, das tun sie in München, das tun sie in Paris, das tun sie, wurscht, wo man hinschaut. Ja. Und das fällt ja nicht vom Himmel. Warum ist das so? Das ist deshalb so, weil irrsinnig viele, die ganz großen Unternehmen, halt schauen, wo können wir da mehr oder weniger die Gewinne anlegen. Ich merke das, also als Unternehmer, Immobilien, das ist etwas, da kann ich reinbuttern. Dann haben wir beispielsweise ein Land wie Österreich, wo dann für Großinvestoren in Grundstücke, Bürotürme und so weiter dann auch noch die Erwerbsteuern diesbezüglich fallen. Und das ist natürlich eine Geschichte, in der wir sehen, diejenigen, die viel Geld haben, das Energie zahlen und versteuern und so weiter, die können da im großen Stil Grundstücke erwerben und irgendwelche Bürotürme oder sonst was aufziehen. Und das ist natürlich, was dann irgendwie auch beispielsweise im Genossenschaftswohnbereich oder auch im ganz normalen Bereich, wenn es darum geht, dass man sich ein Grundstück kauft und da selber ein Haus baut, komplett fehlt. Das ist eine Schieflage. Und das können wir eigentlich nur europäisch in den Griff kriegen, begleitet natürlich auch durch sinnvolle nationale Maßnahmen. Jetzt bin ich böse und sage Bürotürme, weil du es erwähnst, gibt es in Wien einen berühmten
geplanten Büroturm am Heumarkt, aber das war ein Projekt, der Herr Theuner will es dort bauen, aber das war mit Rückendeckung der rot-grünen Stadtregierung in Wien. Also ich glaube, da läuft ein bisschen was holprig, gell? Aber es geht ja nicht nur um einen Büroturm am Heumarkt, sondern es geht um die ganz große, breite Landschaft, dass man, also wirklich, dass jeder schaut, wie viel von dem Einkommen oder wie viel von dem Geld, das man monatlich zur Verfügung hat, geht fürs Wohnen drauf, wie viel Geld geht beispielsweise drauf, deshalb ist ja die Europäische Union auch so wichtig, für Zusatzpensionen. Jetzt wissen wir natürlich auch, die Pensionen, na klar, sind ein nationales Thema, aber es hat Zeiten gegeben, da haben alle Länder angefangen, eine Pensionsreform nach der anderen zu schüren, weil es immer darum gegangen ist, wie mehr oder weniger wir die Staatsverschuldung und so weiter in den Griff kriegen. Und wenn man da näher hinschaut, merkt man, ja eigentlich ist es ja total unfair, wenn es Steuergutes gibt für Privatversicherer, wenn man eine dritte Säule, mehr oder weniger in die dritte Säule, also praktisch in Privatpensionen noch zusätzlich Geld reinbuttert. Und wir als Sozialdemokraten schauen aufs gesamte Bild. Wie viel gebe ich aus für Strom? Wie viel gebe ich aus fürs Wohnen? Wie viel gebe ich aus für Bildung? Ist ja auch so eine Geschichte. Wenn man dann immer mehr Geld reinbuttern muss für, ich weiß nicht, dass alles Mögliche etwas zusätzlich kostet, dann spüren das natürlich Menschen, weil das im Endeffekt natürlich das Leben einschränkt. Natürlich. Und da hat Europa genauso eine Aufgabe, wie es auf nationaler Ebene der Fall ist. Und wie kann man die Konzerne, die berüchtigten Konzerne, du hast schon ein paar angesprochen, die so wenig Steuern zahlen. Und ich glaube, das war gestern auch beim 1. Mai Aufmarsch, wo gesagt wurde, auch der Herr Schieder sagt das auch immer wieder, der Spitzenkandidat jetzt der SPÖ für den Europawahlkampf, dass es zu wenig, also dass man hier nichts tun kann gegen die, wird das Beispiel erwähnt, dass das Wirtshaus zum guten, lustigen Arbeit, zum Frohen schaffen, zahlt, weiß nicht, 8.000 Euro im Jahr Steuer und die Firma Starbucks nur 800. Ja, also, aber was kann man da konkret tun, damit Starbucks und wie sie alle heißen, die Konzerne in der EU eben mehr und mehr Steuern entrichten? Da können wir eine ganze Menge tun und deshalb bin ich da auch so leidenschaftlich Europaabgeordnete. Als erstes einmal muss ich wissen, wo, in welchem Land hat Starbucks seinen Gewinn erwirtschaftet. Ja, die machen da jetzt mehr oder weniger Schwamm drüber über alles und dann wird dann halt irgendwie gerade in irgendeinem Land, das man sich aussucht, wo es nichts zum Zahlen gibt, einmal ist Irland, einmal ist Panama, einmal ist es da oder da, entsprechend die Leistung erbracht und es ist in der Regel wenig bis nichts. So, also ich muss einmal wissen, in welchem Land die Profite erwirtschaftet werden. Da haben wir als Europäisches Parlament, ja, und da sind die Linken, da ist die Sozialdemokratie wirklich Themenführer, darüber insofern auch schon, also wir haben es gewonnen, kann man sagen. Da haben wir die Konservativen an Bord genommen, weil die ja überstimmt werden, weil das kein Mensch mehr verdient. Dass ausgezeichnet werden soll, wo, in welchem Land ist dieser entsprechende Profit erwirtschaftet worden. Und damit kann ich auch die einzelnen Konzerne auch festnageln und sagen, Starbucks Österreich zahlt so viel, Starbucks Niederlande zahlt so viel und so weiter. Das Problem ist, die Finanzminister blockieren das. Und warum? Die sagen, ach, wir haben da was mit der Rechtsgrundlage. Das heißt, die kommen da mit irgendwelchen fadenscheinigen Geschichten im Hintergrund, die natürlich überhaupt nicht stimmen, aber die total verzögern, zeitlich verzögern. Also das ist das Erste. Das Zweite ist, wir müssen die Unternehmen vergleichen können. Also das ist diese, also ich lächle jetzt, weil das ist immer natürlich ein sehr technisches Thema. Das ist die gemeinsame konsolidierte Körperschaftssteuerbemessungsgrundlage, also wirklich ein Zungenbrecher, die wir regeln sollen und müssen. Und auch hier ist es so, wir müssen die Basis, ja, die wir natürlich vergleichen müssen, von Land zu Land zu Land vereinheitlichen. Und auch hier, Europaparlament hat schon entschieden, wir warten bitteschön auf die Finanzminister. Das heißt, es liegt ein ganz klarer Plan vor. Von uns, von der Sozialdemokratie, von denjenigen, die sich da ins Zeug schmeißen, wie wir zu dem Geld kommen. Und der dritte Schritt ist dann der, es gibt natürlich noch einige andere auch, aber der dritte wichtige ist der Mindeststeuersätze.
ja, damit wir nicht sehen, dass die Länder sich nach unten dampfen. Ungarn sagt jetzt 9%. Ja. Irland sagt sowieso immer, kommt zu uns und zahlt quasi nichts. Mhm. Das ist ein Wettbewerb nach unten. Und wenn ich das jetzt nur, tut mir leid, dass ich jetzt mein Herz quillt immer so übrig, über, weil ich sehe, ich weiß, wie es geht und ich weiß, wie wir zu dem Geld kommen können. Das, was die wichtigste Botschaft von dem ganzen Ding ist, wenn es uns gelingt, dass die Einstimmigkeit bei den Finanzministern wegfällt, dann haben wir für alle Menschen in Europa unheimlich viel gewonnen. Mhm. Dann können wir diese 1.000 Milliarden Euro oder knapp drunter ist es halt, die nicht gezahlt werden pro Jahr, wirklich bekommen. Und dann können wir mehr oder weniger sehen, womit wir das finanzieren. Derzeit haben wir einen Fleckerlteppich, kann man sagen. Jedes Land national entscheidet sich das selber, ist natürlich auch für all diejenigen, die immer von Bürokratie reden, ein Bürokratiemonster, wenn Land für Land für Land für Land jeder da sein eigenes Modell entwickelt. Wir könnten viel einfacher sein und viel sozialer wäre es dann auch. Und das wäre ein wirklich riesiger Gewinn für ganz Europa. Und dafür schmeiße ich mich ins Zeug und wir uns halt in der SPÖ. Mhm. Aber grundsätzlich heißt es ja immer, in der EU, dass die ärmeren Länder, also ich denke jetzt speziell an die wirklich die ärmsten, Bulgarien, Rumänien, andere südliche Länder vielleicht, dass die diesen Steuerwettbewerb ja irgendwie brauchen, weil sonst können sie ja diesen Aufholprozess nie schaffen zu den Reicheren. Aber heißt das, du möchtest, dass die in Bulgarien die Unternehmen die gleichen Steuern zahlen wie in Schweden? Also die Geschichte ist die, das muss ich schon einmal klarstellen auch. Diejenigen, die da die Trittbrettfahrer sind, das sind nicht Länder wie Bulgarien und Rumänien. Gerade die mittel- und osteuropäischen Länder, die haben nicht solche Dumpingsteuersätze. Ja, Flat-Tax und so also, gibt's teilweise. Das ist, nein, da gibt's, also es gibt das Beispiel Ungarn. Jetzt Orban, das gibt's schon. Ja. Aber wenn wir uns jetzt, bin ich bei den Unternehmenssteuern, wenn ich mir die Unternehmenssteuersätze anschaue in Polen oder in Bulgarien oder gerade in Rumänien, also die sind nicht das Problem. Das Problem sind Länder wie Luxemburg, das Problem sind Länder wie Malta, wie Zypern, wie die Niederlande, wie Irland. Und das ist dann schon ein gemischteres Bild. Das heißt, da mischen aber dann auch vor allem, muss man dazu sagen, auch jene Konzerne mit. Das sind ja nicht nur so quasi außerhalb der Europäischen Union angesiedelte, sondern durchaus auch deutsche, österreichische, die dann sagen, so, ich gehe jetzt her, hol mir KPMG oder die Leute, also einen von diesen großen Wirtschaftsprüfern und die soll mir da irgendwie das steuergünstigste Modell ausrechnen und die gehen dann hin. Und das sind oft die gerade aus den reichen Ländern. Das ist nicht eine Geschichte Ost gegen West, also bei den Steuern ist das beileibe nicht der Fall. Da würden dann gerade Länder auch, wie die osteuropäischen Länder, durchaus davon profitieren und noch weiter. Länder, das ist ja auch so eine Geschichte, Entwicklungsländer, weil derzeit ist es ja so, wenn wir hernehmen Shell oder andere große Unternehmen, die gehen nach Afrika, die gehen irgendwo anders hin, die versuchen dann mehr oder weniger dort ihr Geschäft zu machen und die versuchen es nicht nur, die machen es dann auch und die zahlen aber auch nicht ordentlich Steuern in Nigeria oder in anderen Ländern, sondern die machen dann auch wieder irgendwelche Tricks, dass das Geld dann in Panama und Co. landet. Das heißt, gerade für ärmere Länder wäre es irrsinnig wichtig, dass man sieht, dass es wirklich durch die Rechnungslegung, also durch die Bilanzregeln und so weiter, angeführt wird, in welchem Land haben die ihre Gewinne erwirtschaftet. Und das ist ja das Absurde. Wir wissen ja auch, gerade die USA profitieren so davon. Das heißt, es sind nicht die Armen, die davon profitieren, sondern gerade die Reicheren, die es eh schon haben. Stimmt, ja. Ein Staat wie Delaware zum Beispiel. Ja, genau. Oder genau, der Schweiz gibt es auch diese Steueroasen. Ja, genau. Steueroasen, das kann ich auch sagen. Die Schweiz ist, und da sage ich hier, das ist ein Steuersumpf. Und wir müssen das auch beim Namen nennen. Dafür setze ich mich zum Beispiel auch ein im Europäischen Parlament, dass wir die auch inner diese Steuersümpfe, weil eigentlich ist es ja ein Morast, in dem das Geld versickert, dass wir die beim Namen nennen und Sanktionen einführen, weil die profitieren davon, dass sie Geld absaugen woanders, das dann ja natürlich fehlt für Gesundheit, für Wohnen und so weiter. Und sprechen wir noch über die Löhne. Gibt es da auch eine Möglichkeit, Löhne sozusagen auf ein EU-Niveau anzuheben, du hast Mindestlöhne gesagt, soll es einen europäischen Mindestlohn geben? Ist unser Ziel, aber es ist ganz wichtig. Ja? Also Löhne gehören rauf, weil wir sehen, es wird ein riesengroßes Geschäft damit gemacht, dass natürlich sehr viele Unternehmen schauen,
wie schauen die Sozialstandards aus im einen Land und im anderen. Das ist ja grundsätzlich einmal gerechtfertigt, dass jeder natürlich schaut, wo sind Vorteile zu holen. Deshalb setze ich mich besonders dafür ein, dass wir gewisse soziale Mindeststandards haben, die man bei denen man nicht runterfahren darf. Ich sage ein Beispiel, Arbeitszeit. Mhm. Hier haben wir die Arbeitszeitrichtlinie, maximal 48 Stunden pro Woche, natürlich durch Kollektivverträge, Betriebsvereinbarungen, durch ein Anpassen an die äußere, an die äußeren Bedingungen durchaus verhandelbar, aber ein grundsätzliches Bekenntnis soll bestehen, Mindestarbeitszeit ist einzuhalten. Mindestlöhne bedeutet auch... Oder Höchstarbeitszeit. Höchstarbeitszeit, pardon, habe ich versprochen. Mhm. Mindestlöhne heißt auch Lohn- und Sozialdumping bekämpfen. Wieder ein Beispiel, wir haben jetzt darüber abgestimmt, also quasi noch zum Ende der Legislaturperiode, für Mindeststandards bei den Lkw-Fahrern. Es ist ganz schlimm. Wenn wir schauen, und da ist dann das Beispiel Bulgarien, Rumänien und die östlichen Länder durchaus angebracht, dass Menschen, die natürlich nicht so viele Jobs vorfinden im eigenen Land, sich reinsetzen in eine Lkw und dann fahren die, ich meine, die fahren quasi rund um die Uhr, also das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir haben Beispiele gesehen, weil ich da auch mitgegangen bin bei Kontrollen, dass die Fahrer dann irgendwie schon ganz klamme, fast steif, wie soll man sagen, nicht gefrorene, aber ganz steife Finger hatten, die das Lenkrad in der Hand gehalten haben vom Fahren und bei Kontrollen dann quasi fast losgelöst werden mussten von diesen LKW. Also Leute, die komplett übermüdet waren, ein Sicherheitsrisiko. Aber es gibt doch so Regeln, dass man nicht Pausen und so weiter. Natürlich die Lenk- und Ruhezeiten. Wir haben wieder darüber abgestimmt, dass die da nicht hinten schlafen sollen im LKW, dass die nicht rund um die Uhr fahren sollen. Aber die werden erstens einmal systematisch boykottiert. Mhm. Und zwar nicht deshalb, weil die Lkw-Fahrer so schlimm sind, so quasi, sondern weil die den Druck haben von den eigenen Frächtern. Und deshalb, jetzt komme ich wieder auf die Mindestlöhne, ist es so wichtig, dass wir Respekt zeigen, Mindestlöhne, Mindestarbeitszeiten, Mindestschlaf- und Ruhezeiten einzuhalten und das ist die Geschichte, haben wir gerade beschlossen im Europäischen Parlament und muss unbedingt umgesetzt werden, eine Kontrollbehörde, eine Arbeitsbehörde, die diese Mindeststandards, also Mindestarbeitsbedingungen, Mindestarbeitszeit, Mindestlöhne, die es ja gibt in jedem Land, also der Mindestrespekt für die Höchstarbeitszeiten, die es gibt, auch entsprechend kontrolliert und durchgesetzt werden. Und das dient aber natürlich nicht nur den quasi den österreichischen oder den Hochpreis quasi Ländern, sondern gerade zum Schutz der Lkw-Fahrer, der Leute, die in der Fleischindustrie sind, derjenigen, die in der Bauindustrie sind. Ganz, ganz wichtig, Arbeitsbehörde, die soll kommen, die wird kommen, also das haben wir beschlossen. Das ist fix. Das ist fix, dass sie kommt, aber es ist wichtig, dass die österreichische Regierung dies auch jetzt mit Vehemenz durchsetzt. Und wir wissen, die österreichische Regierung, die will das ja gar nicht, weil die sagt dann immer, das ist eine Last für die Unternehmen. Aber das kann es ja wohl nicht sein, dass man die Unternehmer dabei unterstützt, dass sie Arbeitsrecht und sozialversicherungsrechtliche Vorschriften brechen und dass man das ja nicht kontrolliert und wegschaut. Zum Schutz von allen, von Beschäftigten, aber auch zum Schutz von all denen, Klein- und Mittelbetrieben, die sich an die Regeln halten. Und ich war jetzt auch gerade in einem Kaffeehaus im dritten Bezirk, das genauso jammert und sagt, wie komme ich dazu, ich zahle die Löhne, ich respektiere die Arbeitszeiten, ich respektiere die Regeln, ich zahle meine Steuern und dann gibt es eben die ganz großen aller Starbucks, die nicht zahlen und das gibt es natürlich in der Baubranche, bei den Frechtern, das gibt es überall. Ja, und bei den Frechtern war ja auch das Problem, die zahlen dann, ich weiß nicht, bulgarische, rumänische Löhne und dann fahren ja die Leute in Westeuropa herum. Genau. Eigentlich müssten die auch, wie die Schaffner übrigens oder auch Lokomotivfahrer, dürfen bei den Bahnen, ist das jetzt geregelt bei der Entsenderichtlinie? Ja. Also ich sage nur, ich weiß, also ich liebe diese Arbeit als Abgeordnete im Europäischen Parlament so sehr, weil ich sehe, ich kann als engagierte Abgeordnete echt was machen. Ich kann mich da ins Zeug schmeißen und bei der Entsenderichtlinie gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort, bei der Anpassung quasi ans 21. Jahrhundert, haben wir da einen Riegel vorgeschoben. Okay. Das heißt, wenn jemand kommt nach Österreich, dann gilt gefälligst,
das Niveau, das es in Österreich einzuhalten gilt, sowohl bei den Löhnen als auch bei den Arbeitszeiten. Und das gilt auch jetzt nicht, weil wir das gerade in der Baubranche haben, dass Diäten gezahlt werden müssen, dass auch nicht ganz einfach was abgezogen werden darf, weil das passiert immer wieder, dass man sagt, na, dann zahlen sie halt für Kost und Logis und dann gehen die Zahlen rauf ins Unermessliche, das ist nicht zulässig. Mhm. Und wenn wir sehen, dass ein Rechtsbruch vorliegt, und das passiert ja öfters, dass beispielsweise in Slowenien ein Bonus angeboten wird für die Bauarbeiter bei der Sozialversicherung, wenn sie nach Österreich arbeiten gehen oder woanders hin in die Niederlande, dass die dann weniger Sozialversicherung in Slowenien zahlen, dann ist das rechtswidrig und muss beseitigt werden. Das ist eine Wettbewerbsverzerrung. Ja. Aber so kurzfristige Entsendungen sind nach wie vor möglich. Also der ungarische Installateur darf im Burgenland das Badezimmer reparieren und kriegt nur ungarischen Lohn. Wir müssen immer genau, also die Sache ist, es ist natürlich extrem schwierig, das alles immer zu kontrollieren. Mhm. Es wird ja sehr gefinkelt oft gearbeitet, sehr viele Menschen, also das Beispiel vom Installateur ist so, sehr viele kommen ja beispielsweise jetzt nach Österreich und sind ja nicht dann angestellt oder beschäftigt, sondern die kommen als selbstständige Dienstleister. Mhm. Und da ist es natürlich ganz besonders wichtig zu schauen, ob die Standards eingehalten werden. Mhm. Natürlich darf jemand selbstständig über die Grenze arbeiten und da ist es dann wiederum daher so wichtig, die Arbeitsbehörde, die das kontrolliert, die europäische. Da ist es wieder ganz besonders wichtig, darauf hinzuschauen, na, ist das jetzt ein echter Selbstständiger? Weil da haben wir diese Beispiele vom, unter Anführungszeichen, selbstständigen Scheibdrohnenfahrer, der natürlich in keinster Art und Weise die Bedingungen eines Selbstständigen erfüllt, sondern klassisch missbräuchlich dann dementsprechend eingesetzt ist. Die Gipskartonwände. Ja, da gibt es alle Leute, möglichen. Ja. Und da ist aber so wichtig auch immer, das ist diese europäische Geschichte. Es ist für uns alle in Europa gut, über die Grenzen zu arbeiten, den Binnenmarkt zu nutzen, das ist schon alles okay. Aber Regeln müssen eingehalten werden, Regeln müssen respektiert werden. Mhm. Wir brauchen hier mehr Fairness. Und es hilft nichts, wenn man dann immer sagt, naja, schauen wir weg. Das ist etwas, was ganz, ganz schlimm ist. Also hier ist europäische Zusammenarbeit angesagt und wirklich Mindeststandards. Mhm. Und das ist mir deshalb so wichtig, weil auch hier gerade immer wieder die österreichische Regierung immer dumm läuft, also vor allem das türkise Lager und sagt, hier ist so viel Bürokratie, das ist ein Blödsinn. Da geht es nicht um Golden Plating, da geht es darum, vernünftige Mindeststandards zu haben. Also Respekt für die Löhne, Respekt für das, was fürs Urlaubsrecht, nicht? Also da nicht auf einmal die Leute gegeneinander auszuspielen. Mhm. Aber in Österreich hat ja die Regierung sogar die Höchstarbeitszeit erhöht. Also jetzt kann man bis zu 60 Stunden. Ja, das ist ja die Geschichte, die reizen das aus. Also ich möchte dazu nur so viel sagen. Wir sind in Österreich immer so stolz gewesen, dass wir fantastische soziale Standards haben, dass das nicht nur angenehm ist, was die Lebensqualität betrifft und die Arbeitsqualität, sondern dass letztlich auch sehr viel dazu beiträgt, dass Österreich so produktiv ist. Das erzeugt ja Kreativität, das ist gut für Forschung und Entwicklung, das ist ja für alle letztlich gut, weil im Endeffekt ja Mehrwert dadurch entsteht. Und das, was die Regierung jetzt macht, ist, diese Standards, ja, die über das Minimum hinausgehen, das, auf das wir immer so stolz waren und sind als Österreicher, wir können es besser. Wir sagen, dass wir sehr respektvoll eben mit arbeitenden Menschen umgehen, dass die auf einmal alles runter lizitieren und auf einmal lauter Billiglöhne haben wollen. Das löst nicht die notwendige Kreativität aus, die wir brauchen in der Forschung, die wir brauchen in vielen Branchen, aus denen wir dann ersehen, da kriegen wir gar nicht die Leute, die wir haben wollen. Und das ist auch für die Wirtschaft letztlich nicht gut. Oder man kürzt den slowakischen Pflegerinnen das Kindergeld. Ja, genau. Also genau, das ist auch so eine Geschichte. Das anstatt, dass wir froh sind, dass die unsere Alten noch pflegen. Genau. Also, gibt's und das echt ist nichts anderes Pfleger. Als Neiddebatte, nichts anderes als, schaut her, ich schaue, dass ich dort ein bisschen wegschneide und da ein bisschen wegschneide. Und unsere Geschichte ist die wollen nicht gegenseitig die Leute ausspielen, sondern schauen, wie können wir voneinander lernen, damit es allen besser geht. Mhm. Weil mit der Methode gibt es ein paar, denen die mehr oder weniger alle anderen ausbeuten und dadurch reicher werden. Und der große Teil ist Unzufrieden und das ist nicht mein Europa, das ich möchte. Mhm.
Vielleicht noch kommen wir zu einem Thema, vielleicht noch zu den, das natürlich jetzt eine große Rolle spielt im Wahlkampf, also Migration heißt es ja immer wieder, nicht? Und speziell bei den populistischen Parteien, wie sie oft genannt werden, also bei uns, bei der FPÖ, dass die warnen jetzt vor sogar Bevölkerungsaustausch, verwenden da einen Begriff, den die Identitären auch verwenden, interessanterweise. Wie geht es da auf europäischer Ebene zu? Wird es da doch irgendwann mal eine gemeinsame Einwanderungspolitik geben? Asylverfahren haben wir ja teilweise schon einheitlich, aber Einwanderungspolitik haben wir nicht. Also die Geschichte ist die, es geht um Asylpolitik und es geht um Migrationspolitik. Genau. Das, was eine Partei wie die FPÖ auf europäischer Ebene macht, ist Chaos pur schüren. Ja, und das machen die auch auf der Regierungsebene. Und eigentlich ist die ÖVP von der FPÖ dann kaum mehr zu unterscheiden. Wir sehen, wir haben im Europäischen Parlament Maßnahmen beschlossen, sowohl was die Asylpolitik betrifft, als auch die Aufteilung der Flüchtlinge, der Schlüssel, die sogenannte Dublin-Regelungen, also wie das erfolgen soll, wo Flüchtlinge einen Antrag stellen, als auch Maßnahmen für Migration vorgelegt, als auch Maßnahmen, wenn es darum geht, die Außengrenzen besser zu schützen. Mhm. Gerade eine Partei wie die FPÖ ist in dieser Hinsicht wirklich eine Gefahr einerseits für das Ansehen Österreichs, andererseits auch für die Sicherheit Österreichs. Ich erinnere an die enge Putin-Connection, die da in der Hinsicht ja voll reinspaltet. Und auf der anderen Seite natürlich auch für das Ansehen, denn leider hat hier der österreichische Ratsvorsitz das nicht genutzt, gerade hier mehr einend aufzutreten, ja, also für die ganze Europäische Union zu sprechen, sondern nur, für mich nicht nachvollziehbar, eigene Positionen nach außen hin zu vertreten. Ich erinnere an den UN-Migrationspakt. Da war und ist das Ziel natürlich, dass die Europäische Union hier eine gemeinsame Position auftritt, um diesem riesigen Problem etwas entgegenzusetzen. Das Problem ist da, das braucht man nicht unter den Tisch kehren. Es gibt so viele Menschen, die flüchten vor Klimakrisen, Krieg oder sonst irgendetwas, die wollen sich ökonomisch verbessern. Wir können keineswegs in Europa alle aufnehmen, wir brauchen ein Konzept. Und in diesem Konzept ging es und geht es ja in erster Linie auch darum, wie Frauen und junge Mädchen vor sexueller und vor Ausbeutung am Arbeitsmarkt zu schützen, also all diese Dinge intelligenter anzugehen. Da bringt es nichts, wenn man sich hinstellt und so eine fast Biermentalitätsposition, da macht man nicht mit an den Tag legen, sondern da gilt es, gemeinsam zu handeln. Und das war natürlich etwas, was Österreich in der Hinsicht, dem Land Österreich geschadet hat, weil hier sehr wohl die ÖVP als auch die FPÖ hier sehr spaltend aufgetreten sind. Das bedauere ich sehr. Kurzer Einwand nur, weil ich es heute gelesen habe, frühere Parteivorsitzender Herr Kern hat jetzt auch offenbar einen höheren Job bei den russischen Staatsbahnen ergattert. Also dann machen jetzt die Sozialdemokraten dort auch mit Putin gemeinsame Sache offenbar. Bis jetzt erst einmal. Außer Schröder, der hat ja auch schon mit Gazprom. Jetzt der erste österreichische Sozi, der jetzt auch in Russland verdient. Um ehrlich zu sein, ich möchte das nicht näher kommentieren, weil ich habe es noch nicht gelesen. Ich weiß nicht sozusagen, was das jetzt ist. Aber wenn es stimmt, wärst du nicht begeistert. Nicht sehr. Die Geschichte ist die, wir sind hier also Russland ist ein Land, das im Osten der Ukraine Unwesen treibt. Nicht? Also die Annexion der Krim, das ist völkerrechtswidrig. Und es ist natürlich immer wichtig, mit egal welchem Staat, ja, auch wenn man den noch gar nicht so leiden kann, Dialog herzustellen. Also man muss immer gerade mit denen muss man besonders viel reden, die man nicht mag. Aber es ist natürlich auch gleichzeitig absolut wichtig, ja, und das ist meine Maxime als europäische Abgeordnete, dass unsere Grundwerte da aufrechterhalten bleiben, wir uns an die Regeln halten, um die es geht, nicht? Und im Moment ist es so, dass die Bedingungen gegeben sind, dass wir hier einen Wirtschaftsboykott in verschiedenen Bereichen gegenüber Russland haben. Und ich denke, das ist richtig. Mit Sanktionen. Denn diese Sanktionen sind da zweifellos angebracht. Nicht? Also ich wünsche mir und ich arbeite daran aktiv mit im Europäischen Parlament, dass wir jene
unterstützen, die eben sich vor allem für Demokratie einsetzen, Russland auch besonders, was, wenn es um die Journalisten geht, wenn es um die Pressefreiheit geht, wenn es darum geht, nicht manipulierend in soziale Netzwerke einzugreifen. Also da gibt es schon auch durchaus handfeste russische Interessen, natürlich auch US-Interessen, chinesische oder whatever, die Europäische Union als starke Einheit zu stören. Also da müssen wir schon zusammenhalten. Es gibt auch Befürchtungen, dass sich ausländische Kräfte, ja, also Russland, vielleicht auch China, USA, sich in den Europawahlkampf noch einmischen könnten. Russland tut es teilweise, indem sie schon die eher nationalistischen Kräfte stärkt, wie Marine Le Pen hat einen Kredit bekommen von der Sberbank und so weiter. Und ja, Salvini hat auch recht gute Kontakte nach Russland. Gibt es da wirklich Ängste jetzt, dass sich die Leute im Wahlkampf, dass der Wahlkampf dann nicht mehr so sauber ablaufen könnte, ähnlich wie bei Brexit, da hat sich Russland sehr wohl eingemischt bei der Abstimmung. Also wir dürfen auf keinen Fall blauäugig sein. Die probieren es, keine Frage. Zu Tode gefürchtet ist auch Sturm, hat der legendäre Ernst Happel gesagt. Also das ist ein Fußballzitat. Also wir müssen dem vorbauen und die Geschichte ist die, also Facebook hat sich jetzt verpflichtet, also die Europäische Kommission ist da dahinter, Facebook hat sich verpflichtet, offenzulegen, nicht? Also wer die ganzen Kräfte sind, die da Werbeentschaltungen tätigen, aber es ist keine Frage, also ich habe mit Kommissionsbeamten gesprochen, weil ich auch gefragt habe, hey, da läuten ja alle Alarmglocken, das ist tatsächlich eine Wahl, in der zu befürchten wird, sein wird, dass sich da insbesondere die Russen, aber wer auch immer versucht einzumischen, was macht sie? Und mehr oder weniger, die arbeiten sehr wohl an Cybersecurity-Maßnahmen und an Maßnahmen gegenüber den Social Networks. Aber tatsächlich ist es so, das wissen wir, beim Brexit hat es diese massive Einmischung gegeben. Bei den US-Wahlen kriegen wir das ja in der Zwischenzeit auch mit, dass da Versuche gegeben hat. Also brauchen wir da nicht blauäugig sein, das wird es dezidiert geben. Und was wir halt machen können, ist halt immer nur darauf hinweisen und die Kommission auffordern, dass sie da alle Vorsichtsmaßnahmen setzt, die sie nur setzen kann. Vielleicht zum Schluss noch ein Thema noch, vielleicht kurz für unsere Hörerinnen. Du bist auch für Gleichstellung, ist ein großes Thema bei dir. Was wurde denn in der letzten Legislaturperiode, in den letzten 5 Jahren konkret für Frauenrechte getan im Europäischen Parlament? Also ich muss sagen, in der letzten Legislaturperiode ist leider viel zu wenig weitergegangen. Warum? Wir haben mit viel Zorn darauf hingewiesen, also wir haben von der Kommission gefordert, wir brauchen eine echte Gleichstellungsstrategie. Die haben das nicht vorgelegt. Warum? Und das ist mir jetzt schon wichtig zu sagen. Die Europäische Union war immer quasi Vorreiterin, ganz vorn dabei, wenn es um Frauenrechte gegangen ist, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, dass da Maßnahmen gesetzt werden. Österreich musste irrsinnig viel tun. Ja, also wir haben sehr viel direkte und indirekte Diskriminierung am Arbeitsplatz im sonstigen Leben gehabt. Die Gleichbehandlungskommission oder was ist, wenn es darum gegangen ist, zum Beispiel private Krankenvorsorge zu zahlen, nicht? Hat man immer die mit eingerechnet, die Frauen könnten schwanger werden und hat gesagt, das tut uns leid, das ist Versicherungsmathematik. Also es musste schon sehr, sehr viel abgeschafft werden. Wir haben das gemacht. Ich also bin es noch immer aktuell, die Berichterstatterin für Frauen in Aufsichtsräten, also gleiche die Frauenquote in der Wirtschaft. Hier ist in den letzten Jahren wenig weitergegangen. Warum? Die Kommission hat sich nicht mehr getraut, weil es immer mehr hardcore-konservative Regierungen gibt, die sagen, das wollen wir nicht und die blockieren. Es wird tatsächlich blockiert. Und wir merken das jetzt, ganz grausliche Beispiele, Ungarn, die haben auf einmal so eine Gebärmaschinenquote eingeführt. Wenn Frauen 3 Kinder kriegen vom ersten Mann, das Ganze unter 40, dann kriegen sie eine ordentliche Prämie. Das heißt, die drängen die Frauen aus dem Arbeitsmarkt raus. Nächste Beispiele, insbesondere im Osten Europas. Wir haben eine ganz wichtige Konvention, die Istanbul-Konvention. Das ist ein Übereinkommen, das sich dafür einsetzt oder die Staaten verpflichtet, Schutzmaßnahmen für Frauen gegen Gewalt, die gegenüber Frauen ausgeübt wird, zu setzen. Und auch hier merken wir, dass bei der Umsetzung einige Länder auf der Bremse stehen. Das heißt,
extrem ausgesprochen. Jetzt springen wir über die Europäische Union raus, also nach Russland. Dort wird auf einmal mehr oder weniger quasi die Gewalt, die gegenüber der eigenen Frau ausgeübt wird, irgendwie rausgenommen aus dem Strafrecht. Ja. Das heißt, eine Bagatellisierung von echter Gewalt. Und in diesem Zusammenhang haben wir einiges. Selbstbestimmungsrecht der Frauen über ihren Körper, Fristenlösung, auf einmal in Frage gestellt. Und auch in Österreich geht's los. Und diejenigen, die hier sich gewaltvoll reinschmeißen, die reden immer, wir wollen die Familie schützen. Hinter diesen Familienschützern sind in der ersten Linie Leute, die echt die Frauenrechte attackieren. Und das ist für mich wirklich etwas, womit ich ganz besonders Frauen motivieren möchte. Frauen sollen in politischen Institutionen, in der Wirtschaft, überall im Leben gleichgestellt, gleich behandelt werden. Gerade Frauen geht zu den Wahlen. Das ist mir ganz besonders wichtig. In Österreich sind es 51% der Wahlberechtigten. Also ganz, ganz wichtig. Und nur dann, wenn wir auf unsere Rechte nicht nur hinweisen, sondern darauf pochen und sie lautstark einfordern, dann kann hier etwas passieren. Also das, was im Moment gerade passiert, ist teilweise leise in manchen Ländern, subtil, und in manchen Ländern ziemlich brachial, dass es hier Einschnitte gibt. Das heißt, das, was wir uns erkämpft haben, ist nicht selbstverständlich. Es wird von manchen in Frage gestellt, insbesondere von jenen, die oftmals ein paar Frauen ins Bild schieben. Ja? Schöne Überschrift, wenn man sagt, da steht der Bundeskanzler mit ein paar Ministerinnen, die eh nichts mitzureden haben. Ganz hässlich. Also das ist für mich wirklich eine der Hauptziele bei dieser Wahl, gerade Frauen auch zu erreichen, weil deren Rechte sind in Gefahr. Und damit, also ich bin ja auch Mama, geht es nicht nur um die Töchter und deren Zukunft, sondern es geht auch um die Söhne. Ja, es geht auch um Männer, die in der Zwischenzeit ein anderes Frauenbild haben und auch ein gleichgestelltes, gleichberechtigtes Leben führen wollen mit Work-Life-Balance, die auch nicht rund um die Uhr arbeiten wollen, sondern sich irgendwie das alles besser aufteilen wollen. Also es geht hier schon um ein ganzes Gesellschaftsbild, das da auf einmal in Frage gestellt wird. Ja, liebe Evelyn Regner, das war ein schöner rundum Sicht auf die europäischen Themen. Wir könnten noch viel darüber weiterreden. Über Umweltpolitik, nicht? Das ist ja gar nicht auch so ein Anliegen. Genau. Ja, dann noch einmal vielen Dank fürs Kommen und alles Gute für den Wahlkampf noch und für die Wahlen. Ich sage auch danke für das Gespräch, war spannend für mich. Gerne.